Afrika Cup Finale. Das letzte Spiel von Afrika Cup wurde gerade zu Ende gebracht. Der Senegal und Algerien trafen sich im Finale. Und ich muss jetzt leider mal sagen, der Sieg für Algerien ist alles andere als verdient. Das ist so unverdient, dieser Sieg. Erstmal zum Spielverlauf. Das Tor, es ging 1-0 aus, in der zweiten Minute. Bouyoundia hat das Tor gemacht. Abgefälscht, hochgeflogen, Keeper komplett verwirrt mit dem Ball, der ist übelst hochgeflogen und dann ganz knapp vor der Latte rein ins Tor. Keeper kann nichts machen. Als Torwart denkst du eigentlich, dass der nicht reingeht. Aber er ging rein. Und warum ist das so unverdient? Dieser eine Schuss, der abgefälscht wurde, war der einzige Schuss von Algerien. Das war der einzige Schuss aus Tor von Algerien. Der Senegal hat in den 90 Minuten 12 Schüsse in Richtung Tor und 3 aus Tor gebracht. Sprich viel besser. Ballbesitz 63% Senegal, 37% Algerien. Sprich, die hatten weder Schüsse aufs Tor noch Ballbesitz. Pässe hat der Senegal auch 122 mehr. Sie haben eine höhere Passgenauigkeit, sie haben 71%. Und Algerien hat nur 56%. Aber was sich an den Afrika Cup durchgezogen hat, eine extrem harte Gangart. Und Algerien hat es heute nochmal top unter Beweis gestellt. Denn Algerien hat 32 Fouls. Senegal 18. Insgesamt gab es 6 gelbe Karten, 2 Senegal, 4 Algerien. Also körperbetontes Spiel von Algerien, aber nach vorne ging eigentlich nichts. Nach dem einen Tor war wirklich im Endeffekt nur noch Gruppe. Aber in Afrika Cup war an sich harter Fußball, wenig Tricks. Tausend Glückwunsch an Algerien. Algerien hat das Turnier jetzt gewonnen, Senegal Zweiter. Auf Platz 3 ist Nigeria und auf Platz 4 Tunesien. Algerien ist als Gruppenerster weitergekommen und Senegal als Gruppenzweiter. Die beiden Teams waren in derselben Gruppe, was das Witzige dabei ist. Und wie ging überhaupt das Spiel? Warte, wir gucken das kurz jetzt live. Beziehungsweise jetzt im Video. Senegal, Tunesien, Senegal, Algerien. Das andere Spiel hat Algerien auch gewonnen. Also Algerien traf zweimal im Turnier auf Senegal und hat beides gewonnen. Glückwunsch zum Turniersieg an Algerien, auch wenn es nicht verdient war.